Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Grow Shop. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei den DHV News. Ich mache mal wieder so eine besondere Ausgabe, eine martinlose Ausgabe. Das hat sich kurzfristig ergeben heute. Ist ein bisschen schade, weil das heißt, ihr müsst heute ein bisschen imaginieren, weil ich bestimmte Videoschnipsel nicht einblenden kann und bestimmte Bilder. Aber ja, da müsst ihr jetzt durch, schafft ihr schon auch. Und ja, diesmal mache ich die ganzen Vorbemerkungen am Anfang alle. Und eine kleine Breaking News ist da sogar dabei, würde ich sagen. Aber erstmal ein Hinweis auf unser neues Video zum Thema Cannabis und Führerschein, FAQ, eure FAQ. Wir haben euch vorher um Fragen gebeten und im Interview mit Rechtsanwalt Oliver Rabatt haben wir dann die ganzen Fragen gestellt. Das Video ist in der Videobeschreibung hier verlinkt und achtet auf die Sprungmarken. Ist ein Monsterbrett geworden, wieder gut anderthalb Stunden. Also ihr könnt da die einzelnen Fragen in der Videobeschreibung euch angucken und mit dieser Zeitmarke davor in das jeweilige, in die jeweilige Stelle reinspringen. Ja, also wenn ihr nicht alles sehen wollt, müsst ihr das nicht und könnt euch einfach angucken, ja, was dann zu der einzelnen Frage gesagt wird. Auch nochmal dazu speziell konkret der Hinweis, achtet auf Verkehrskontrollen, ja, oder beziehungsweise ja, viel Glück, passt auf euch auf, wie auch immer. Es waren wieder viele Verkehrskontrollen in letzter Zeit. Es gab wohl auch nochmal so eine europäische Verkehrskontrollenwoche irgendwie, wo nochmal jetzt besonders viel kontrolliert wurde. Also von daher kann man vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass das jetzt langsam nachlässt. Ja, irgendwann können ja auch nicht mehr alle Polizisten auf die Straße stellen die ganze Zeit. Aber ja, das ist natürlich im Zusammenhang mit dem immer noch geltenden 1 Nanogramm Grenzwert eine sehr unangenehme Situation. Dann ist eine Info da, dass die beiden Gesetzänderungen, die ich letzte Woche vorgestellt habe, nämlich die zum Cannabis, KKG, Konsum-Cannabis-Gesetz, wo es um Lauterbachs Protokollnotiz zum Bundesrat geht und diese leichten Verschlechterungen auch für die Cannabis-Social-Clubs, die da jetzt im Spiel sind, und außerdem das Gesetz, Gesetzänderungsgesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes zur Einführung des 3,5 Nanogramm Grenzwerts und diverse andere Details im Zusammenhang mit Straßenverkehr und Cannabis. Beides steht auch für den 16.05. auf der Tagesordnung im Bundestag. Dann geht es also los, erste Lesung, Einbringung in den Bundestag. Ja, und wenn alles super glatt geht, dann wird es wohl noch im Juli in Kraft treten können, vor der Sommerpause. Irgendjemand hat schon gesagt, also ich habe das nicht wiedergefunden, deswegen nicht beantwortet. Also hier, ja, 1.7. wird knapp tatsächlich. Dadurch, dass es jetzt noch 3 Wochen dauert bis zur Einbringung, dann wird es wahrscheinlich erst den Bundesrat erreichen können in der ersten Juliwoche und danach dann in Kraft treten. Also nicht ganz zum 1.7., aber doch noch im Juli, wenn jetzt keine Komplikationen auftauchen. Jedenfalls in Bezug auf den erhöhten THC-Grenzwert ist das natürlich wichtig, dass das schnell passiert. Im Detail habe ich dazu schon letzte Woche einiges erzählt und werde ich auch weiterhin tun. Aber diese Woche kommt nur noch ein Aspekt dazu, der neu ist. Außerdem, und das ist jetzt die Breaking News, ist noch reingekommen, kurz vor dem Dreh hier, ein Entwurf zur Implementierung von Säule 2. Also die regionalen Modellprojekte mit kommerziellem Anbau, mit Verkauf von Cannabis in Cannabis-Fachgeschäften. Es geht vorwärts, ja, ist doch nicht so, dass die Bundesregierung das jetzt komplett einschlafen lässt. Da geht es vorwärts, zumindest das kann ich euch sagen. Mehr kann ich euch noch nicht dazu sagen, weil ich selber noch gar nicht reingeguckt habe. Aber ich glaube, so viel kann ich jetzt hier schon mal sagen. Vertraulichkeitsvermerk ist da nicht dabei. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das Ding jetzt einfach veröffentlichen darf oder soll, ob die das selber machen. Ich mache das erstmal nicht und ich weiß auch noch nicht, was drin steht. Aber ich kann euch sagen, Säule 2, passiert noch was. Ja, also die wollen das doch noch durchziehen in dieser Legislaturperiode. Und das ist natürlich eine sehr gute Nachricht. Außerdem nochmal hier zum Anfang. Die Global Marijuana Marches stehen an Anfang Mai. Ganz konkret sind die meisten Veranstaltungen am Samstag, den 4. Mai. Und ein paar sind jetzt noch eine Woche später. Ich glaube, 3 sind erst am 11. Mai. Aber die meisten eben am 4. Alles samstags. Und ich werde jetzt nicht schon die ganzen Städte nochmal runterrasseln. Das mache ich dann am Ende in der Terminleiste. Aber wenn ihr jetzt schon wissen wollt, ob bei euch in der Nähe was stattfindet, könnt ihr mal kurz hinterspringen zu den Terminen und da gucken. Oder auf gmm-deutschland.de, noch einfacher, noch besser. Da ist auch so eine Übersichtskarte. Da seht ihr dann auch ganz bildlich schön, ob bei euch in der Nähe irgendwas stattfindet. Anfang Mai, Global Marijuana Marsch.
Bei den meisten ist das Motto Shops statt Cops, was gut zur Säule 2 Nachricht passt. Also wir wollen doch die Fachgeschäfte sehen. Hier, Legalisierung ohne Fachgeschäfte ist Murks. Dann ein kleiner Rückblick zu den 420 Smoke-Ins. In Berlin natürlich, das größte hier in Deutschland, ne, die große Aktion am Brandenburger Tor mit diversen Rappern, Richter Müller und so weiter. Das ist schön in den Medien rübergekommen. Ich habe euch da ein paar Sachen verlinkt. Und da geht es jetzt los. Normalerweise mache ich zu den 420 Events gerne ein paar Videoschnipsel. Nicht nur aus Deutschland, vor allen Dingen eben auch von den großen traditionellen international. Aber da könnt ihr eben jetzt auch in der Videobeschreibung mal reingucken. Traditionell heißt in erster Linie in Europa London. Im Hyde Park ist da immer viel los. Riesenmenschenmenge, große Rauchwolke. Und da habe ich euch so ein schönes Stück rausgesucht von so einem Typ, der rumläuft, Interviews macht mit allen möglichen Leuten da. Und kurz vor 420 ein paar Bobbys, ein paar englische Polizisten fragt, ob soweit alles schön ist im Park hier, alles entspannt und ruhig. Und die sagen, ja, alles gut und so. Ne? Und unmittelbar danach ist 420 und der ganze Park voll Rauch und so weiter. Also da auch recht entspannte Londoner Polizei. Und zweite Traditionsstadt ist San Francisco, und zwar auf dem Hippie Hill in San Francisco ist auch mal ein fettes Smoke-In. Diesmal gar nicht offiziell, weil scheinbar die Anmelder nicht genug Geld zusammengekriegt haben von Sponsoren. Aber natürlich sind trotzdem alle gekommen und trotzdem ein fettes Event. Auch dazu habe ich euch was in die Videobeschreibung gepackt. Aber natürlich eben auch vom Brandenburger Tor. Und das war super, ich war auch da und auch diverse andere vom Handverband. Und überhaupt ihr alle, ja, einen Haufen Beep-Mobber habe ich getroffen da. Also pickepacke voll auf der Rückseite vom Brandenburger Tor, Straße gesperrt. Polizei hat von 4000 Leuten gesprochen, das ist also wirklich schon eine Menge für Hanf-Demo-Verhältnisse und hat sich auch nach einer Menge angefühlt. Gute Stimmung mit der Musik dann dabei und mit den Reden. Und mit legalem Konsum vor Ort, unglaublich, ja nochmal. Wir haben es ja zum 1.4. auch schon gefeiert am Brandenburger Tor, aber jetzt kommt man nochmal mit noch mehr Menschen da feiern und um 20 nach 4 zünden. Sofern keine Kinder und Jugendlichen unmittelbar in der Umgebung waren. Tolles Event nochmal irgendwie zum Feiern. Sehr schön. Und ich habe auch noch eine Nachricht in die Videobeschreibung gepackt, und zwar von der Deutschen Welle auf Englisch, ja, wo die ich auch gefunden habe, diese Nachricht in einem internationalen Drogenpolitik-Newsletter. Also auch die Nachricht, dass am Brandenburger Tor 4000 Leute 420 zelebriert haben. Ja, ist weltweit quasi rumgegangen und wir reihen uns jetzt ein bei San Francisco, London und Berlin. Und das sind auch die, die ich gefunden habe im Wesentlichen. Ja, also in kleineren Städten ist jetzt auf YouTube jetzt international irgendwie nicht so viel zu finden gewesen zum 420 Day. Aber San Francisco, London und Berlin waren da irgendwie stabil am Start. Sehr schön. So. Jetzt das Thema dieser Ausgabe und der Aufreger dieser Woche, ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Ich habe letzte Woche berichtet, dass es kleinere Urteile gab, Amtsgericht Mannheim und Oberlandesgericht Hamburg, die völlig unterschiedliche Urteile gefällt haben zum Thema nicht geringe Menge. Die einen haben gesagt, es bleibt bei 7,5 Gramm THC, die anderen haben gesagt, 75 Gramm THC ist eine nicht geringe Menge. Und das Problem ist eben, dass der Gesetzgeber das nicht geklärt hat. Einerseits weiterhin eine nicht geringe Menge haben wollte im Cannabis-Gesetz und das rüber gerettet hat vom BTMG, aus unserer Sicht vollkommen unnötig, weil das eben einen bösen Straftatbestand begründet, ja, wenn man mehr als die nicht geringe Menge hat, was eigentlich im Zusammenhang mit Cannabis so oder so gar nicht nötig ist. Ja, so ein Drama ist halt der Verkauf von Cannabis letztendlich auch nicht, oder so eine Gefährdung von Leuten, ja, man bringt auch keinen um damit oder so. Aber ist halt illegal, ne? Muss halt dann irgendwie bestraft werden, aber ist ja auch so zu bestrafen und ist auch so möglich, eine Gefängnisstrafe abzugreifen für den Verkauf großer Mengen Cannabis. Unserer Meinung nach braucht man diese nicht geringe Menge gar nicht, wo man dann in so einem Verbrechenstatbestand drin ist. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt und auch in der Stellungnahme geschrieben am Bundestag noch im November, dass es gar keine gute Idee ist, wenn sie es überhaupt machen wollen, diese geringe Menge nicht zu definieren. Die haben sogar noch in die Beschreibungsgesetze reingeschrieben, dass doch bitteschön die Gerichte jetzt einen höheren Grenzwert festlegen sollen, eine höhere nicht geringe Menge festlegen sollen. Einfach so, ja, sich darauf verlassen, werden die schon machen, weil sie sich selber nicht getraut haben, eine festzulegen und einfach zu definieren. Wahrscheinlich eben, weil man dann bei einer hohen nicht geringen Menge, was weiß ich, 100 Gramm THC oder so,
reines THC, dann hätte jetzt wieder die CSU aufgeheult und gesagt, oh, da kann man aber 10 Trillionen Joints draus machen und die Welt geht unter. Und haben die sich nicht getraut, die nicht geringe Menge zu definieren, haben gesagt, sollen die Gerichte machen. Und jetzt hat eben der Bundesgerichtshof geurteilt, ziemlich schnell eben nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes und gesagt, ja, nö, bleibt bei 7,5 Gramm THC. Wir haben überhaupt keinen Grund, da jetzt irgendeine andere Annahme zu treffen. Die Berechnungsgrundlage hat sich unserer Meinung nach nicht geändert. Ganz konkret geht es da um, das haben sie definiert, 500 Konsumeinheiten sind viele und eine Konsumeinheit sind 15 Milligramm THC. Und dadurch kommen sie halt auf 7,5 Gramm THC Gesamtmasse an Wirkstoff. Und das ist dieselbe Berechnung wie seit über 20 Jahren. Ja, seitdem haben die Gerichte immer wieder 7,5 Gramm THC festgelegt und auch dran festgehalten. Ja, ist einfach dabei geblieben, fertig. Und genau das habe ich befürchtet. Ja, es gab überhaupt keinen klaren Grund, wieso jetzt der BGH, der halt relativ konservativ offensichtlich besetzt ist, auch da jetzt was anderes urteilen soll, bloß weil das Cannabisgesetz gilt. Und immer noch sagt, es gibt eben eine nicht geringe Menge. Und immer noch sagt, eigentlich ist es eine gefährliche Droge. Darauf hat eben der BGH auch abgestellt, von wegen, der Gesetzgeber hat nämlich gesagt, man müsste jetzt irgendwie aufgrund der neuen Einordnung von Cannabis und Gefährlichkeitseinschätzung da vielleicht nochmal drüber nachdenken und die Gerichte sollten da einen höheren Wert festlegen. Und die haben gesagt, ja, an der Gefährlichkeitseinschätzung hat sich gar nichts geändert und berufen sich da explizit eben auch auf die Dramameldungen der Bundesregierung. Und Lauterbach mit seinem, also der befeuert hat ja auch die ganze Zeit, wie gefährlich Cannabis ist. Von wegen legal, aber lost, legal, aber letzter legal, aber Hirnschaden und Gehirngift und was er nicht alles erzählt hat. Ja? Wie gefährlich das ist und dass man trotzdem legalisieren müsste, weil es sonst noch schlimmer ist. Und ja, vor dem Hintergrund hat sich der Bundesgerichtshof halt nicht irgendwie gezwungen gesehen, da ist irgendwas dran zu ändern an den 7,5 Gramm. Wie die letzten 20 Jahre auch, war vollkommen absehbar. Mich hat das überhaupt nicht überrascht, dass jetzt dieses Urteil kam. Aber ein Problem ist das natürlich trotzdem. Man kann auch trotzdem sagen, es ist eine Fehlentscheidung. Ja, gibt halt auch Juristen, die sagen, da ist möglicherweise verfassungswidrig. Insbesondere unser Freund Konstantin Grubwinkler hat dazu einen Gastbeitrag bei Legal Tribune Online geschrieben. Findet ihr alles in der Videobeschreibung, gleich drei Artikel von LTO und unter anderem eben noch seine Begründung, wieso dieses Urteil jetzt verfassungswidrig ist. Er hat es schön rausgearbeitet und überzeugend finde ich eigentlich auch diese Herangehensweise, ja, dass eigentlich gar keine Normalmenge mehr da ist. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, ja, weil eigentlich ist die nicht geringe Menge, ja, also ich sag mal, vom Betäubungsmittelgesetz her gibt es ja die geringe Menge, die sich nach Rohstoff, Gras und Haschisch orientiert hat, also je nach Bundesland 6 Gramm oder 10 Gramm Hasch oder Gras. Und dazwischen gibt es dann die Normalmenge, die normal bestraft wird, ja, während die geringe Menge nicht bestraft werden soll oder eingestellt werden kann, dann gibt es die normal bestrafte Menge. Und dann gibt es eben die Menge, die nicht geringe Menge, ab der dann eben großes Verbrechen angesagt ist und Gefängnisstrafe angesagt ist. Also geringe Menge, Normalmenge, nicht geringe Menge. Und der Punkt ist, wenn man jetzt bei 7,5 Gramm bleibt, aber gleichzeitig 60 Gramm zu Hause besitzen darf und 30 Gramm unterwegs, dann ist da gar kein Raum mehr für die normale Menge, sondern man rutscht sofort im Prinzip bei der kleinsten Überschreitung der legalen Menge in die nicht geringe Menge rein und in den erschwerten Straftatbestand, dann ist es also eine Straftat mit besonderer Schwere. Und das ja, ist auf jeden Fall Blödsinn, ja, von der gesetzlichen Systematik her. Und Grubwinkler sagt sogar, das ist also verfassungswidrig, weil da eben die ganze Systematik über den Haufen geworfen wird, wie eigentlich gedacht ist mit dieser, ja, könnte man vielleicht auch von Sanktionsspirale sprechen, ja, und dass eben sofort im Prinzip, wenn man überhaupt eine Straftat begeht und 0,1 Gramm zu viel hat, eigentlich dann sofort auch mit Gefängnisstrafe rechnen muss. Ich habe jetzt 30 und 60 Gramm deswegen gesagt, weil ab da ja erst die Strafbarkeit beginnt. Ja, ihr habt eher im Kopf, ich darf 25 Gramm draußen mitnehmen und ich darf zu Hause 50 Gramm haben. Aber dann kommt ja erstmal noch ein kleiner Bereich mit Ordnungswidrigkeit. Bis 30 Gramm in der Öffentlichkeit, bis 60 Gramm zu Hause. Darunter ist ja gar keine Straftat angesagt, ja, nur eine Ordnungswidrigkeit. Und diese besondere Schwere der Straftat gilt ja erst ab Straftat, logischerweise. Und da hat der BGH sogar noch einen Fehler gemacht und hat zum ersten Urteil veröffentlicht, wo von 50 Gramm die Rede war. Dann haben sie es irgendwie wieder offline genommen, zwei Tage lang irgendwie ist gar nichts passiert. Und dann haben sie wieder neu, völlig kommentarlos, das Urteil neu verlinkt und mit einem ganz anderen Text, wo dann auf einmal von 60 Gramm die Rede war, anstatt von 50. Also auch ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang und wurde teilweise gesagt, da ist noch nie passiert, da gab gar kein Beispiel für, dass die einfach so heimlich das Urteil nochmal geändert haben.
Und dazu kommt eben jetzt auch, also mir jedenfalls ist gar nicht klar, wie die gemeint haben, ob diese 7,5 Gramm THC über die legale Menge hinausgehen müssen. Ja, also ob ich erstmal meine legalen 60 Gramm oder nicht Straftat 60 Gramm zu Hause quasi legal weglegen kann und das, was da drüber ist, erst zählt. Und bis da drüber 7,5 Gramm THC erreicht sind, dass man dann in der schweren Straftat ist. Oder wenn man einmal drüber ist mit 60,1 Gramm, ob dann die ganzen 60 Gramm mitzählen, ja, in diese 7,5 Gramm THC. Das ist für den normalen Wald- und Wiesenkonsumenten ein ganz entscheidender Unterschied, weil ich sofort im Prinzip eben in dieser nicht geringen Menge drin hänge, wenn ich ein bisschen mehr habe als meine 60 Gramm. Oder sogar mit 30,1 Gramm draußen rumlaufe. Zum Beispiel Haschisch, haben wir jetzt gerade nochmal gesehen, so die Durchschnittswerte, Durchschnittshaschisch hat 25% THC in Deutschland. Und wenn ich davon legal 30 Gramm mit mir rumschleppe, also eben jedenfalls nicht im Straftatsbereich, oder 30,1 dann habe, dann bin ich über 7,5 Gramm THC, ja, mit einem vernünftigen Hasch auf jeden Fall. Und es gibt auch starke Grassorten, wo ich da auch drüber bin. Und zu Hause erst recht, ja, das ist fast unmöglich irgendwie, wenn ich einigermaßen vernünftiges Zeug angebaut habe, dass ich dann nicht über 7,5 Gramm THC komme, wenn ich meine 50 Gramm ausreize und die zu Hause lagern habe. Also bin ich sofort ein schwerer Straftäter, wenn ich da ein bisschen drüber bin. Oder ist es so gemeint, dass eben diese 50, 60 Gramm erstmal legal sind und darüber eben dann erst anfängt zu zählen bis zur nicht geringen Menge. Da ist der BGH gar nicht klar darauf eingegangen, wie er sich das vorstellt, weil ausgerechnet in dem Fall, den die da vor der Nase hatten, ging es um 1700 Pflanzen, eine Riesenmenge Cannabis, wo das überhaupt nicht relevant war, ob da jetzt irgendwie 60 Gramm abgezogen werden oder nicht, von der Gesamtmenge und von der Gesamtstrafe her. Deswegen sind die da gar nicht drauf eingegangen. Aber ein wichtiger Punkt halt, ne? Und bringt halt jede Menge Unruhe rein und kann einfach so nicht bleiben. Das ist einfach Blödsinn. Ja, da sind sich auf jeden Fall alle einig. Und die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Was kann man dagegen tun? Und da habe ich jetzt schon zig verschiedene juristische Meinungen zugehört. Die einen sagen, ja, ist verfassungswidrig, ne? Kann man vielleicht gegen klagen. Die anderen sagen, ja, kann man vielleicht klagen, aber wird mal extrem unwahrscheinlich irgendeinen Erfolg haben vom Verfassungsgericht, weil das Verfassungsgericht sowieso 95% aller Klagen überhaupt nicht behandelt. Und das ist in dem Fall unwahrscheinlich. Andere sagen, es gibt verschiedene Senate beim BGH. Und es kann sein, dass ein anderer Senat zum ganz anderen Ergebnis kommt und dass dann der Gesamt-BGH, ja, da gibt es dann nochmal so ein Obergremium irgendwie, was dann, wenn die verschiedenen Senate unterschiedlicher Meinung sind, dann nochmal ein Gesamturteil fällt. Aber auch da sagen die Juristen ganz unterschiedliche Sachen. Die einen sagen, ja, ganz bestimmt wird ganz bald irgendwie ein anderer Senat zum anderen Ergebnis kommen. Andere Juristen sagen, nee, die werden dem folgen. Na, da wird kein anderes Ergebnis zustande kommen. Also schwierig. Ne? Der juristische Weg ist steinig, nicht sehr vielversprechend, kann lange dauern. Und ja, also jedenfalls manche Juristen sind der Meinung, da wird nie was bei rauskommen. Kann man trotzdem versuchen. Wir werden auch speziell darüber nochmal mit Rechtsanwalt Grubwinkler konkret sprechen. Aber ich persönlich bin da skeptisch, zumal ja gerade auch die ganze große Richterkampagne, Richtervorlage gescheitert ist und auch abgewiesen worden ist, nicht behandelt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, obwohl da eigentlich die Argumente und die Chancen etwas besser waren aus meiner Sicht, als es jetzt hier bei dem nicht geringe Menge Urteil der Fall ist. Also ist die Politik gefragt, das jetzt nochmal zu reparieren und Carmen Wegge hat sich dazu auch schon geäußert, die drogenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Falls die anderen auch, ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, aber bei Carmen Wegge habe ich es zufällig gesehen, die sagte, wir müssen jetzt mal drüber reden, das dann doch gesetzlich festzulegen. Das kann nicht sein, dass bei 7,5 Gramm THC bleibt. Wir brauchen einen höheren Wert und müssen das KanGe dann eben entsprechend ändern. Das KKanGe, ja, das Konsum-Cannabis-Gesetz. Und so sehe ich das auch. Das werden wir auch einfordern. Haben wir auch schon, zumindest auf Twitter haben wir schon eingefordert, werden das auch in der Stellungnahme nochmal machen. Die Politik muss das jetzt reparieren, weil sonst kann es eben sein, dass noch 20 Jahre dauert und da so lange eben irgendwelche super harten Gefängnisstrafen, Urteile wegen dieser komischen 7,5 Gramm THC gefällt werden. Und es könnte sogar relativ schnell gehen, weil ja sowieso jetzt, wie eben gesagt, nochmal ein paar kleine Änderungen am KKanGe in der Pipeline sind und jetzt noch bis zum Sommer irgendwie beschlossen werden sollen. Und da könnte man eigentlich dann auch nochmal sagen, hier, entweder wenn nach uns geht, die nicht geringe Menge komplett rauswerfen, ne, braucht kein Mensch, oder eben
festlegen, ja, auf meinetwegen 100 Gramm THC oder was weiß ich, sodass man eben diese Normalmenge noch hat. So, ich hoffe, jetzt wird jetzt einigermaßen verständlich erklärt, was es jetzt mit dieser nicht geringen Menge auf sich hat und was für Optionen bestehen und so weiter. Und kommt zum nächsten Thema. Konsumverbote, nochmal Thema, ja, wird uns wahrscheinlich jetzt lange noch begleiten, weil jede Stadt einzeln jetzt überlegen muss, was machen wir jetzt damit? Machen wir großflächige Konsumverbote bei irgendwelchen Events oder sogar noch auf anderen städtischen Flächen und so weiter? Und da fange ich erstmal mit einer guten Nachricht an, nämlich aus Kaiserslautern, wo es eben kein Cannabisverbot auf Volksfesten geben soll. Das hat der Stadtrat jetzt entschieden. Die haben nur an die Verantwortung der Leute appelliert, das vielleicht auch sein zu lassen. Insbesondere eben, wenn Kinder und Jugendliche da in der Nähe sind, vielleicht auch ganz darauf zu verzichten. Aber auf jeden Fall wollen sie eben kein offizielles Verbot aussprechen. Und das ist aber ein positives Beispiel, immer auch für die anderen Städte, die gerade darüber nachdenken, ob sie jetzt die großen Verbieteritis da wieder rausholen wollen, während Tabak und Alkohol ganz normal auf den Volksfesten logischerweise weiter konsumiert wird. Und da auch von Jugendschutz irgendwie kein Mensch redet, ob das dann jetzt irgendwie so sinnvoll ist, bei Cannabis irgendwie die Keule rauszuholen. Also danke an Kaiserslautern, an Stadtrat, sehr schöne Entscheidung. Ja, man muss nicht irgendwie Bayern hinterherlaufen in der repressivsten Cannabispolitik der Welt. Wo wir gerade bei Bayern sind, da geht es jetzt noch weiter. Da will die Landtagspräsidentin Aigner auf dem kompletten Gelände des Landtags den Cannabiskonsum verbieten, weil da ein grüner Landtagsabgeordneter, Toni Schuberl, auf dem Gelände konsumiert hat. Ja, Skandal. Das hat vorher angekündigt und hat dann eben auch durchgezogen. Hat da irgendwo auf dem Gelände, wo man auch Tabak rauchen darf, eben mal einen Joint geraucht. Und ja, groß Drama. Ganz Bayern fühlt sich jetzt angegriffen von den drogenabhängigen Cannabiskonsumenten und so. Man muss jetzt unbedingt auf dem ganzen Landtagsgelände irgendwie Kiffen verbieten. Allerdings auch interessantes kleines Detail, da steht auch dabei, man müsste dann auch prüfen, ob das überhaupt geht, das da zu verbieten. Und ich habe ja schon gesagt, auch mit der Ankündigung in Bayern, das jetzt großflächig in allen möglichen Gaststätten und Parks und so weiter zu verbieten, dass das meiner Meinung nach schwierig wird, mit dem Cannabisgesetz in Einklang zu bringen, weil das halt über das Gesetz hinausgeht. Das können die ja gar nicht in den Bundesländern. Und naja, da sagt sie eben auch, ob wir das jetzt auf dem ganzen Gelände des Landtags überhaupt verbieten können, müssen wir prüfen. Ja, also vielleicht kommen auch die ganzen großflächigen Verbote ansonsten in Bayern gar nicht, weil die es beim Prüfen merken, geht gar nicht. Ja, da haben wir ein bisschen viel angekündigt. Und noch so eine Ankündigerei kommt von den Freien Wählern in Kaltenegers in Rheinland-Pfalz. Die wollen auch an allen möglichen öffentlichen Stellen den Cannabiskonsum verbieten, meiner Meinung nach auch. Nicht möglich, ja, juristisch, weil die das auch an Nicht-Gefahrenstellen machen wollen und an irgendwelchen Stellen, wo jetzt nicht immer Kinder und Jugendliche sind. Und so ein Infopavillon an irgendwelchen Touri-Gebieten oder eine Radfahrerbegegnungsstätte und so was. Plattes Land halt da irgendwie, ja. Und die wollen da an irgendwelchen Stellen da verbieten. Ja, Stichwort Freie Wähler, ganz interessant. Das sind nicht die bayerischen Freien Wähler, sondern eben die in Rheinland-Pfalz. Und auf Bundesebene ist das ja eine Legalized-Partei, ne? In anderen Bundesländern sind die teilweise eben auch ganz vernünftig unterwegs. Nur in Bayern mit dem Typ da, weißt du, bist ja der Irre da, der sagt, die Kinder sollen lieber Schnitzel und Fleisch essen, anstatt Cannabis zu konsumieren. Die ticken ja sowieso ganz anders. Aber auch eben in Rheinland-Pfalz offensichtlich, jedenfalls in Kaltenegers sind die Freien Wähler jetzt auch nicht so die Verfechter der Konsumentenrechte der Cannabiskonsumenten, sondern wollen da auch irgendwie Verbieteritis veranstalten. Meiner Meinung nach über das Gesetz hinausgehend und nicht möglich. Und wenn sie das machen, werden wir mal gucken, ob wir dagegen vorgehen können. Übrigens in Bayern haben wir noch gar keine Verordnung dazu gesehen, außer die Ankündigung. Ja, mal sehen, ob sie die jetzt überhaupt bringen. Wenn sie die bringen, werden wir auch da rechtliche Schritte prüfen. Aber solange wir es noch nicht gesehen haben, können wir auch nichts prüfen. So, jetzt nochmal ein kleiner Aspekt zum Thema Fahrerlaubnisänderungen und Straßenverkehrsgesetz und so weiter. Da habe ich letzte Woche einiges drüber erzählt, was sie da vorhaben. Ohne abgesehen natürlich von den 3,5 Nanogramm THC, Anhebung des Grenzwertes, sind ja noch ein paar andere Fragen sehr wichtig und interessant. Wann wird Missbrauch zum Beispiel definiert und so weiter? Jetzt kommt aber noch ein Punkt dazu, offensichtlich. Die haben die nochmal geändert, diese Vorlage. Die neue Version habe ich noch nicht vorliegen, aber ARD hat dazu berichtet und auch bei uns angefragt, was wir davon halten. Offensichtlich soll es eine Nulltoleranz für Fahranfänger geben, ohne dass da jetzt in diesem Entwurf konkret irgendwie drinsteht, was das jetzt bedeuten soll, Nulltoleranz. Ob das jetzt heißt, der alte Grenzwert mit 1 Nanogramm oder 0,000 Nachweis von THC, was viel mehr wäre als eine Nulltoleranz.
Ja, oder was das eben jetzt bedeuten soll. Oder doch die 3,5 Nanogramm. Ja, das würde ich ja noch irgendwie einigermaßen nachvollziehen können, dass man da dann, wenn die überschritten sind, irgendwie mehr Sanktionen bei Fahranfängern bringt. Aber alles andere, die 3,5 Nanogramm, sind ja schon Nulltoleranz nach wie vor. Das ist ja die absolut unterste Grenze. Die Kommission hat gesagt, das ist irgendwie vergleichbar mit 0,2 Promille. Ja, da werden wir auch jetzt, ich habe das schon tausendmal gesagt, du kriegst anderen Kloppe irgendwie, dass ich das sage. Aber dabei würdet bleiben, ja, was Höheres werden wir jetzt in absehbarer Zeit nicht kriegen. Aber für Fahranfänger dann noch weiter drunter zu gehen, ist halt überhaupt nicht gerechtfertigt, weil darunter eben sowieso kein Mensch berauscht ist und weil man eben ein Nanogramm zum Beispiel oder 1,1 oder 1,5 noch ziemlich lange nach dem letzten Konsum und wenn man längst wieder nüchtern ist, im Blut haben kann. Und es ist übrigens auch so, dass bei den Fahranfängern bei Alkohol, jedenfalls nach den Aussagen der Expertenkommission zum THC-Grenzwert, das steht explizit drin, dass auch bei Alkohol nicht 0,0 Promille angesagt ist, weil der Körper auch selber Alkohol produziert, bei der Verstoffwechslung von Brot und Apfelsaft und was weiß ich. Und dass man deswegen alleine schon eigentlich kaum unterhalb von 0,2 Promille rangehen kann. Ja, aber ein bisschen Alkohol hat man halt schon mal im Blut, auch wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Das ist ja so ganz so ähnlich eigentlich wie diese Rest-THC-Mengen bei Cannabiskonsumenten. Und das ist ja auf jeden Fall eine Gefahr. Ja, da Leute jetzt dann doch irgendwie wieder einen Führerschein verlieren, wenn sie irgendwas unter 3,5 Nanogramm im Blut haben. Also das geht auch so nicht. Ne? Das ist auf dem Punkt, wo wir irgendwie gegen angehen werden. Jetzt eben auch gesagt haben bei der Tagesschau, tagesschau.de, ja, in den Medien auch schon so zitiert wurden. Auch die Grünen sind da offensichtlich gegen für diese Nulltoleranz bei Fahranfängern, wurden auch zitiert. Also da ist das letzte Lied noch nicht gesungen, aber die Neuigkeit ist eben, dass sie jetzt da noch härter rangehen wollen und diese Änderung nochmal verschärfen wollen. Gut, dazu später auch mehr. Ortsgruppenfunk, jetzt müsst ihr wieder imaginieren, weil ich kann ja hier keine Bilder und Videos einblenden. Ja, also müsst ihr euch auf eine Kopfreise mit mir begeben. Und ich lese mal die Berichte vor jeweils. Ja, Ortsgruppe Oldenburg, die haben mich nämlich auch ein 420 Kiff-In gemacht. Im Schlossgarten. Und die schreiben, pünktlich zu 420 gab es ein kleines Setup mit DHV-Fahnen zur Erkennung, Papes und Feuerzeuge für die Anwesenden und ein bisschen Musik fürs Ambiente. Und das Bild dazu ist halt so ein alter großer Baum in diesem Schlossgarten und so ein paar Leute drumherum und ein Fähnchen und so, ja, stellt euch vor. Und zwischenzeitlich waren ca. 60 Leute vor Ort. Leider wurde es kalt und der Park hat um 20 Uhr geschlossen. Kein Ordnungsamt oder Polizei. Ausgelassene Stimmung und freudige Teilnehmer. So, jetzt wieder hier hingucken. Und wir gehen nach Baden-Württemberg, Stuttgart, unsere Ortsgruppe. Die hat uns da Bilder geschickt. Die haben nämlich auf einer Dachterrasse 420 gefeiert und öffentlich dazu aufgerufen und eingeladen. Und das waren besonders schöne Bilder. Da finde ich es jetzt schade drum. Die haben nämlich eine Fruchtbar gemacht. Stellt euch vor, einen großen Tisch voll mit verschiedenen Schüsseln, mit Sachen drin, ja, so obstsalatmäßig, Popcorn, Crepes, nicht alkoholische Getränke, ja, total einladend, total lecker. Und es gab keinen Stress mit Nachbarn oder Polizei. So, wieder hier bei mir, ja, und jetzt nochmal Ortsgruppe Stuttgart, die haben mich schon für den GMM plakatiert und dafür ein paar Bilder geschickt. Unter anderem eins, wo ein GMM-Plakat war, direkt unter einem Plakat mit Cem Özdemir. Wo er einlädt zu einer kleinen Veranstaltung ein Bier mit Özdemir. Ein Bier mit Özdemir und darunter Global Marihuana Marsch. Sehr schön. Also Cem Özdemir hat bestimmt nichts dagegen. Ja, vielleicht kommt er auch vorbei beim Global Marihuana Marsch. Aber man kann auch ein Bier mit ihm trinken gehen und beides direkt untereinander. Und jetzt könnt ihr euch noch vorstellen, ja, ihr fahrt eine Rolltreppe hoch. Da haben wir nämlich auch ein Video gekriegt. Aus einer U-Bahn raus, nehme ich an. Und dann kommt ihr oben raus und seht ein GMM-Plakat direkt beim Rauskommen unmittelbar in die Fresse sozusagen, ja, Werbung für den Global Marihuana Marsch. Wird bestimmt viel los sein in Stuttgart, weil die schön Werbung machen. So, jetzt kommen noch die ganzen Termine. In Magdeburg gibt es einen Infostand der Ortsgruppe auf dem CSD am 27.04. Regensburg trifft sich die Ortsgruppe am 27.04. Dortmund Ortsgruppentreffen 30.04. So, und jetzt die ganzen GMMs. Alle am 4.05. Ich nenne mal nicht jetzt jedes Mal Datum dazu. Alles, was jetzt kommt, ist 4.05. Global Marihuana Marsch in Halle, Darmstadt, Erfurt, Nürnberg, Berlin, Dresden, Heidelberg, Kiel, München, Regensburg, Frankfurt, Magdeburg, Stuttgart, Konstanz, Darmstadt. So, und jetzt kommen nochmal Global Marihuana Marches, drei Stück am 11.05. in Dortmund, Düsseldorf und Koblenz.
Die ganzen GMMs findet ihr unter gmm-deutschland.de und die anderen Termine und die GMMs auf der DHV-Seite unter Mitmachen Termine. Das war's für heute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend und versuche euch jetzt noch unser Outro vorzuspielen.